Willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler. Wir haben uns gedacht, wie schließen wir dieses Schuljahr ab? Deshalb eine kleine, ungewöhnliche Videobotschaft für euch. Dieses Jahr war für mich ein Jahr, das so ungewöhnlich war, dass ich es noch nie erlebt habe. Es war ein Jahr mit vielen Disteln, mit vielen ungewöhnlichen Sachen, Masken in der Schule und alles war anders, als man es gedacht hatte. So ging es David in seinem Leben auch. Viele Dinge, wenn sie man auf den Boden sah, waren ganz dornig und unwegbar. Und er hat sich überlegt, wie kann das gehen? Und dann hat ihm Gott gezeigt, wenn du die Perspektive veränderst, wenn du aufschaust, wenn du nicht am Boden bleibst, dann bekommst du plötzlich eine ganz neue Perspektive. Dir wird was aufgemacht und dann verändert sich dein Blick auf die Dinge. Dann sind es nicht die Disteln auf dem Boden, sondern dann ist es die große Freiheit. Und David merkt für sich, Mensch, wenn ich das mache, dann stellt Gott meine Füße auf weiten Raum. Dann tut er mir was auf, dann nimmt er mich mit. Und das wird hoffentlich in den Ferien auch euch passieren, dass ihr die Perspektive ändern könnt, dass ihr merkt, dieser Wechsel, der tut total gut. Nicht die Disteln auf dem Boden sind es, sondern Gottes weite Welt, die uns einlädt. Und dazu wünsche ich euch alles, alles Gute in diesen Schulferien. Und wir werden sehen, wie wir mit den Disteln umgehen. Euch alles Gute und Gottes Segen. Hallo miteinander, liebe Schülerinnen und Schüler. Vom Berg hoch oben sind wir nun hier tief unten im Tal gelandet. Tief unten in unserem Nagoldtal. Es ist nicht der Rhein und auch nicht der Mississippi. Es ist aber unsere Nagold. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal drin gewesen seid. Ist ja auch nicht so ganz ungefährlich an manchen Stellen, habe ich mir sagen lassen. Aber ihr habt sie ganz bestimmt schon oft überquert, unsere Nagold. Nur oft denken wir da gar nicht so dran, wenn wir mit dem Auto oder mit dem Fahrrad drüber fahren. Ich stehe hier jedenfalls an einer alten Brücke über die Nagold und hier kann man toll ins Wasser hinunterschauen. Es steht nicht still, obwohl man es manchmal fast meinen möchte. Es steht aber nicht still wie in einem Teich, sondern das Wasser fließt schnell vorbei. Vorhin war es noch in der Stadt Nagold und nachher wird es dann schon in Wildberg sein. Schnell, obwohl es manchmal nicht den Eindruck hat, trotzdem schnell fließt das Wasser vorbei. Ganz schnell wird auch sonst manchmal alles anders. Vor einem halben Jahr haben wir noch ganz normal Schule gehabt. Dann kam auf einmal Corona und die Schule war zu. Obwohl ja eigentlich gar keine Ferien waren. Homeschooling sollten wir dann eine ganze Weile lang machen. Und dann durften wir wieder in die Schule, aber nicht die ganze Klasse auf einmal. Und auch nur an manchen Tagen. Mann, oh Mann, so viel war da immer wieder los. Ist es aber super, dass wirklich Sommerferien sind. Ohne Homeschooling oder Wochenpläne. Wirklich chillen und entspannen, sich wirklich was Gutes tun, zusammen mit Mama, Papa, den Geschwistern. Und was Gutes tun lassen, auch von Gott. Er erquicket meine Seele. Er führet mich zum frischen Wasser. Gott, er ist wirklich ein guter Schäfer oder auch Hirte. Ciao, macht's gut in dieser Ferienzeit. Ein herzliches Grüß Gott auch von mir. Ich bin Pfarrer Frey von der Wildberger Kirchengemeinde. Ich stehe hier am Aussichtspunkt Kastanienbaum. Von hier aus hat man einen wunderschönen Blick auf die Kernstadt von Wildberg und auch auf das Bildungszentrum. Hier an dem Aussichtspunkt Kastanienbaum ist die Schule noch ganz gut im Blick, aber wir sind auf Abstand zu ihr. Zum Schuljahresende hin gewinnen wir immer mehr Abstand zur Schule. Die Ferien kommen in den Blick. Und doch ist die Schule nicht ganz abgehakt. Manche Erfahrung ist dann noch zu verdauen. Hat sich ja auch vieles so ganz anders angefühlt als in den
Jahren davor wir es gewohnt waren. Ich denke da zum Beispiel an diejenigen von euch, die in den vergangenen Wochen erfolgreichen Schulabschluss gemacht haben. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch. Wenn ihr diesen Schulabschluss nicht gebührend feiern konntet, schade. Aber erzählt, und das ist doch letztlich wichtig. Ich denke auch an diejenigen von euch, die in den letzten Wochen ein wenig abgehängt haben. Ihr werdet froh sein, dass das Ganze jetzt vorbei ist und hoffen, dass sich das im neuen Schuljahr irgendwie wieder einrenkt. Wie geht's jetzt weiter? Und wenn du manchmal nur noch einen Berg vor dir siehst, nicht den Wächtersberg, sondern einen Berg von Schwierigkeiten, dann möchte ich dir Mut machen, auf Gott zu vertrauen. Er ist größer als jeder Berg. Und im Vertrauen auf seine Hilfe geh den nächsten Schritt. Übrigens, hinter dem Wächtersberg liegt Sulz. Ich gebe jetzt den Stab dorthin weiter. Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Bald sind die Sommerferien da für euch. Und vielleicht könnt ihr, wie unsere Familie, gar nicht wegfahren. Habt ihr ein bisschen Angst davor, dass eine Leere entsteht. Aber ich gebe euch 5 Tipps, was wir gerne so machen. Das erste ist eine Wanderkarte. Vielleicht habt ihr Lust, mal eine ordentliche Radtour zu machen. Ihr könnt die Nagold runterfahren bis nach Pforzheim und dann die Ennstal wieder hoch bis ins Klösterle über den Berg und wieder zurück nach Wildberg. Das zweite, man kann auch mit Gedanken auf die Reise gehen. Ein gutes Buch hilft dazu. Entweder Persönlichkeiten, die ihr kennenlernen wollt aus der Geschichte oder Krimi oder ein Roman oder lässt einfach ein Buch der Bibel, zum Beispiel Jona-Geschichte. 4 Kapitel. Spannend und doch wunderbar. Vielleicht denkt ihr an eure Oma und gibt es ein Lieblingsessen von der Oma. Dann geht doch mal auf die Oma zu und fragt, ob sie nicht mit euch euer Lieblingsessen kocht. Das wird bestimmt lustig und spannend. Ein Meterstab. Vielleicht fällt euch mal die Decke auf den Kopf. Dann räumt einfach das Sofa von links nach rechts und den Schreibtisch von rechts nach links. Oder so. Hängt andere Bilder auf und werdet sehen, ihr fühlt euch vielleicht wohler hinterher. Vielleicht hat eure Schwester, euer Bruder, Mama, Papa ein Instrument und ihr lernt einfach ein neues Instrument. Einfach mal ausprobieren. Das habe ich hier zu meiner Frau mal geschnappt und geht ganz einfach. Und so weiter. Probier es einfach mal aus. Naja, vielleicht habt ihr Gedanke, ist doch vielleicht doch allein oder einsam in den Ferien. Schreibt doch einfach mal eine Karte jemanden, einem Schulkameraden, Schulkameradin. Und wenn ihr eure Adresse hinten drauf schreibt, ich denke, die schreibt euch zurück oder der schreibt euch zurück. Das ist auch eine tolle Sache. Aber auf jeden Fall seid ihr nie allein. Wir haben einen Herrn, Jesus Christus, er ist unser guter Hirte. Der passt auf euch auf und leitet euch recht. Und ich lade euch ein oder dich ein, mit mir ein Gebet zu sprechen. All mein Tun und all mein Lassen sei dir, Herr, anheimgestellt. Führe mich auf rechter Straßen, mach's mit mir, wie's dir gefällt. Schenk zur Arbeit rechten Fleiß, lehre mich, was ich nicht weiß, zeige mir, was ich nicht sehe, leite mich, wohin ich gehe. Amen. Euch gute und schöne Ferien. Von Sulz direkt hier hoch auf den Effringer Kirchturm. Was für ein Perspektivwechsel. Liebe Grundschüler und besonders alle Viertklässler, normalerweise sind wir hier oben im Glockenturm am Ende des Schuljahres. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Manche von euch gehen hier hoch, mutig voran. Andere brauchen ihren ganzen Mut, um hier oben überhaupt anzukommen. Ihr Viertklässler habt einen Weg vor euch und ihr braucht Mut. Eine neue Schule, eine neue Klasse, neue Lehrer. Was wird euch erwarten? Wer wird euch erwarten? Eine neue Perspektive. Schaut euch um.
durch die Gitter des Glockenturmes könnt ihr schon ein ganz klein wenig in die Weite und in die Zukunft schauen. Und ich bin mir sicher, es werden sich für euch Türen und Herzen und Fenster weit öffnen. Denn wo immer ihr auch hingeht, Gott, der gute Hirte, geht euch voran. Er segne und behüte euch auf allen Wegen. Und jetzt? Jetzt läuten wir hier oben die Ferien ein. Aber dazu muss ich besser ganz schnell runter. Tschüss.